Könnt ihr weitermachen. Okay, dann zieh runter. In 3, 2, 1. Herzlich willkommen zurück zu dieser 3 LPT mit dem Don Krümel. Wuhu. Dem Krümel Chris. Hallo. Und mein Teamkameraden, dem Bumsi. Servus. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen aussprechen soll oder nicht, aber ich sag immer Bumsi. ich raff mich dann doch dazu und sag Bumsi. Wie hängt denn das zusammen eigentlich? Möchtest du das mal ein bisschen erklären? Keine Ahnung. Hast du dein Hobby zum Spitznamen gemacht? Ja, ist klar, dass das jetzt normaler kommt, ne? Ich musste direkt fragen, tut mir leid. Ich habe bei so einem ganz, keine Ahnung, Video geguckt auf YouTube. Bei einem ganz großen YouTuber, ich hab keine Ahnung. Irgend so ein unbekannter, fast 12-Jähriger. Weiß ich so, nicht. So, alles klar. Wieder gleich, welcher große Unbekannte. Ah, der. Ach, der 12-Jährige, ja, den kennen wir. Und jedenfalls wurde so ein Zusammenhang erwähnt von Bumsen, also und so Wegschubsen mäßig, dass man das irgendwie das früher gesagt haben soll. Und deshalb das Bumsi. Und auch nur ein S. So ist die Bumsi-Biene geboren, ne? Mhm. Das Schlimme ist, so werde ich wirklich ab und zu genannt. Ehrlich. Hallo Leute, ich will das Zeug jetzt endlich mal haben hier. Dieses wichtige, tolle, schöne Ding. Mach doch mal hin hier. Niveau? Ja, Niveau. Nicht immer nur rubbeln, sondern auch mal Niveau finden. Ah, diese Hautcreme. Nivea. Bitte, ich bräuchte hier mal noch. Niveau. Ich laber zu viel, das ist mein Problem. Ich laber zu viel und mach nicht das, was ich will. Ja, der labert immer zu viel, der Marder. Shooter. So, das. Richtig viel Stein gibt's gar nicht hier, ne? Ne. Es gibt nicht übertrieben viel Stein hier, das ist richtig. Nee, also nicht so metzelmäßig. Komm ich gerade gar nicht klar, ne? Hey, warum habe ich den Geologen an meine Grenze geschickt? Bin ich voll Pfosten? Nee. Hey, wo ist das denn, was ich suche? Nur so ganz kleine Stückchen, ne? Ach, egal. Brauche ich nicht, ich bin auch ohne. Oma? Ohne Oma, ja. Omis und Omis. Gar noch mehr Pickaxen, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Huh? Was denn? Ich bin irgendwo angegriffen. Huch! Ja, alles klar, ich zieh ihn zurück. Der arme, hilflose Pionier. Er kann doch nichts dafür. Glaube ich. Oder hat er dich doof angeguckt? Dann lass ihn töten. Joop. Auf blöd angucken steht bei Marder die Todesstrafe. Klar. Was können die denn? Finde ich verständlich. Tierisch, ne? Ich schlag auch jeden Fresser ein, wenn er mich doof anguckt. So Männergesetz, ne? Ungeschrieben. Meine Siedler nicht das, was sie sollen. Das höre ich öfters. Henny, ich höre ich von mir den ganzen Tag. Stehen voll rum und drehen sich im Kreis. Hast du die Häuser abgerissen? Nee, das nicht. Mir mal passiert, aber nicht. Der Siedler 4 bestimmt, oder? Nee, hier. Wenn sie getestet habe gegen den Computer, wie ich in 90 Minuten PT möglichst viele Soldaten bauen kann. Ja, hast du mal getestet, ne? Illegale Proberunden, was ist da denn los? Illegal, das war, steht nicht im Vertrag drin, dass man das nicht darf.
Wir haben Verträge unterschrieben. Ja, hast du den nicht erhalten, dann solltest du da nochmal deine Mail checken. Wow. Ausgetappt, ich will wieder rein. Nicht wieder rein, nicht wieder rein. Ich vergesse die ganze Zeit meine Pioniere. Endlich. Nee, ihr wollt jetzt nicht noch mehr Spitzhacken, ey. Nee, ist klar. Leck die Lexmormor. Ich sehe jetzt, Christ, der geht's genauso wie mir. Was meinst du? Ach, was habt ihr denn für Probleme? Erzähl doch mal. Nein, ach, was ist Probleme? Ach, was? Wenn du immer gleich Probleme siehst, ne? Ich bin ein Problemsucher und Löser. Ich meine, ich will euch ja helfen. Ich meine, ich bin ja der Profi. So. Schon wieder angegriffen. Andere Grenze, hier immer noch an derselben Grenze, nur weiter östlich. Da, wo deine Turmbaustelle ist. Guck mal, da kommt jetzt mein Soldat und verteidigt meine, So, hier. Pioniere. Die sind halt aggressiv. Erst heute rum, dass man selbst in seinen Grenzen ist und dann tötet der einfach so Pioniere. Vor allem nimmt er dadurch gleich mein Land weg, weil ich da oben keinen Turm stehen habe. Das kann passieren, ja. Ja, ist zu spät. Nein, ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Hier wird dich nicht mit dem Marder angelegt. So, weißt du dann, oder was? Ja. Ich dachte, so ein Marder kratzt und beißt nicht. Aber ich habe da keine guten Erfahrungen mit. Im Notfall tun wir alles. Im Notfall tut ja alles? Ich übertür mal auf hier, das gibt's ja nicht. Oh, was ist davon? Und am Ende so wie bei der einen Map, wo dann lauter Türme rumstehen und man Ewigkeiten braucht, sie anzunehmen. Ist nicht so nur Zweck dieses Spiel? Weiß ich nicht. Ach, yeah, yeah. Was ist denn da los? Da liegen immer noch Brote im Startgebiet rum, das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. La. La 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 la. Hat jemand gute Laune? La 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 la. Auch mit der guten Laune! Oh, Angriff! Junger Mann! Wieder Angriff? Das ja, ist Marder! Marder, will ich wissen. Oh, kommt zu. Hey, die sollen doch da gar nicht hin! Egal. Wollten nur Kaffee trinken. Wollten nur Kaffee trinken kommen eigentlich. Wollen ein Käffchen, ne? Wollt deine. Angriff. Was ist mit Tee? Was ist mit Speichern? Was ist mit Speichern? Speichern, hab ich schon gedacht. Das ist eigentlich Krümels Aufgabe. Shit, ich hab, nichts gebaut. Also, was meinst du mit den ganzen Geologen? Mist. Sorry, wenn ich euch nichts Neues erzähle, aber ich hab schlecht gebaut. Das überrascht uns doch. Ja, ich wollte sagen. Oh mein Gott, Überraschung. Surprise. Boah, irgendwie stockt das gerade bei mir. Ich hätte den Turm da um die Priorität nicht setzen dürfen. Ist der eigentlich weg? Du hast meinen Turm kaputt gemacht. Ja. Also mein nicht fertigen Turm, mein, ja. Mein Semiturm, mein. Das möchte hast gern. Du nur mit Pionier reingenommen. Mhm. Ja, ich dachte, ich bin schneller als du. Also. Ja, und ihr habt doch gesagt, das bringt nichts, den jetzt noch hinzusetzen. Ja, glaubst du ja nicht, ne? Nee. Nicht der Profi, oder bist du der Profi? Da grünen wir da Scheiß, ne? Das war eine Siedler. Die stellen sich im Kreis und blockieren meinen Warenverkehr. Das ist kreativ. Aber immerhin hast du einen Warenverkehr. Ich glaube, gerade so bei mir steht alles. Es liegt, glaube ich, eher. Es liegt, wie steht. Ja. Ein Warenleak-Verkehr.
Aha, er hat Verkehr gesagt. Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, so viel dazu. So. Ich soll aber kurz mal rugeln, ne? Was willst du rugeln? Ach, jetzt hast du aber trotzdem mal kurz gerugelt. Mag sein. Ich finde, mein Spielfluss ruckelt, aber nicht. Aber nicht wegen dem Spiel, sondern wegen mir. Also, ne? Also ich bin das Problem, nicht das Spiel. Vielleicht muss man die Hardware ein bisschen updaten und dann habe ich gehört, gegen die Ruckler weg. So. Mein Spiel ist zu schlecht, mein Rechner ist zu schlecht für dieses Spiel. Genau so eine Grafikfigur wie Minecraft. Ja, seid ihr denn zufrieden? 32 Minuten, was sagt er? Scheiße, sag ich. Vito. Aber glaube ich, bei dir habe ich meine Zweifel. Das stimmt, bei ihm staut sich wirklich alles. Scheiß direkt. wie hast du das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Warum gehen die nicht unten rum? Was sind das denn für Faule? Geht ja durch, ich habe einen Dickschädel, den muss ich jetzt durchsetzen. Ich will mir durch. Weil ich an irgendeiner Baustelle, die du da noch hast. Also manchmal wünsche ich mir Autobahn. Fahren, fahren auf der Autobahn. Oh, hier oben halt ganz viele Land einnehmen wollende Leute. Ja, keine Hämmer mehr, was ist da los? Ah, wahrscheinlich auch wieder Spitzhacken. Ganz viele. Ja, ich brauche noch mehr Spitzhacken. Ah, was mache ich mit dem restlichen Platz jetzt noch? Blüht. Ja, ich weiß, danke. Boah, jetzt baut doch jemand irgendein scheiß Gebäude fertig, ey. Ja, noch ein Turm hin? Leichte Aggression bei Marder? Leicht? Ich zeig dir mal, was leicht ist. Ja, ich höre. Oh Mann, du guckst mich an. Schlimm, Marder. Was baust denn du da hin? Das ist doch assi. Was baue ich hin? Wo? Was? Ein Lazarett, das kann doch nicht angehen. An der Grenze? Ja. Ich bin hinter der letzten Turm, nein, an der Grenze. Was ist denn noch mit dem Krümel? Ja? Ja? Was? Ach, ich wollte ein dummes Trabaton-Zitat anbringen. Ach so, ah, jetzt bist du verstanden. Ah. Nee, ich erklär mal. Mir fertig. Oh, mein Stau ist weg. Wo kommt das denn? Merkwürdig, ne? Vielleicht hat der Verkehrsdienst mal hart durchgegriffen. Wir haben die Maut eingeführt. Bis zu lange stehen. Die Anstehmaut? Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt die Anstehmaut nicht? Liebe Bundestagsabgeordnete, falls Sie zuschauen, nein, wir möchten nicht wirklich vorschlagen, dass wir eine Anstehmaut anführen. Danke. Ja, das muss man, dazu man muss sagen, es ja mal gesagt haben, ne? Und weißt du nicht, was Leute für verquere Ideen noch kommen? Die auf YouTube haben gesagt, ne? Also. Na, was machst du denn da? Tötest du meine Pioniere? Was mach ich? Wo denn? Da oben. Hm? Wo? Ach so! Nein! Dreckiger! Söldner!
Sollte ja nicht, entschuldige. Also ich schreibe dir beiden Brief, das kann so nicht angehen. Und rosa. Ich will rosa. Ein rosa oder ein gelb? Ein rosa. Ich glaube, ich brauche doch noch mehr Nahrung, oder? Was ein rosa Brief ist, das ist gerade echt Gefahr. Ein Königbuch schreiben, oder nicht? Ja, wir hatten das, okay. Blauer Brief. Oder? Ach, klar. Wartet dem schon wieder an Alkohol. Hallo, runter in den Nord. Bing, 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 bing. Mach nicht bing, mach lieber baut Gebäude. Über Peng oder was? Über also Peng statt Bing. Ja, sollte Eisen eingelagert werden, die Idioten. Das macht mich aggressiv, ganz ehrlich. Was macht dich aggressiv? Diese faule Bagage von Siedler. Dieses nutzlose Fußvolk. Ah, genau die. Da. Sollte doch auch keine Speere herstellen. Er kann auf die Speere herzustellen. Mein Junge, die können doch gar nichts für. Hm? Die können doch gar nichts für, habe ich gesagt. Doch, die können was dafür. Die müssen mir nicht gehorchen. Die können doch den bestmöglichsten Ablauf machen, den es gibt. Ich sag nur Anstehmaut. Mhm. Das. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nur noch zu wenig Holz. What the fucking frack? Ach, da ist rechts die Pioniere ein bisschen bei mir. Ups, sorry. Kein Thema. Nehmt euch gegenseitig Land weg. Macht ruhig weiter, ist okay. Dürft ihr gerne tun. Alles in Ordnung, macht ruhig weiter. Eins geht gleich wieder. Gleich geht's wieder besser hier. Dann hoffe ich doch. Gleich geht's richtig ab, meinst du? Ja, meine ich. Und das hoffe ich auch. Einmal anders hingesetzt und jetzt bin ich voller Elan hier, neue Motivation. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt ist sie wieder quasi. Ja. Musstest du mich daran erinnern? Mach ich doch gerne, kein Problem, oder? Ach ja. Ja, genau. Ging das jetzt an alle? Ich denke schon, ne? Mhm. Immer noch so ein Stau da am See. Ein Stausee hast du. Machst du Strom? Ein bisschen. Ich vielleicht wollen die auch nur ein schönes Haus am See bauen. Ja, könnte auch sein. Und am Ende der trage ich dich auch am See. Singen kannst du nicht, denn das tut ganz doll weh. Ja. Aber das ist auch keine Musik, sondern ein Let's Play-Channel. Daher ist das akzeptabel. Zabel? Wer ist Zabel? Zabel. Was ich mal ein Radfahrer will. Ja, der hat gedopt. Das weiß ich noch. Siebte Radl? Die sind zum Dradl, do. La, da, 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 da. So? Tada. Nicht mal, Entschuldigung. Krümel, du kommst mir zu nah. Wo denn? Hä? Überall. Alles abreißen. Ich glaube, das ist so beabsichtigt, oder? Ja, das ist beabsichtigt. Wenn ich wollte, wäre ich sogar noch nicht herangekommen. Hätte euch richtig geärgert, aber ich bin ein sehr sozialer Mensch, also habe ich es gelassen. Nein, ich fühle eine Mittelzone, die nicht angegriffen werden. Die finde ich beengt. Ja, das höre ich öfters. Vor allem in der Partnerschaft. Ah, da war gut, ne? 40 Minuten. Ja! Oh, dann machen wir hier einen kleinen Cut, würde ich sagen. Ja, da Pumsi, unser Wecker des Lichts, so würde ich sagen. Immer noch eine sehr verrückte Map, viele Waren, wenig Gelaber. Ja, die BT, wer braucht sie noch? Ja, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wa, Jungs? Jo, ciao. Tschüss. Bis dahin, ciao.